Moin! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach-Map Version 1.9 ohne Gräben. Wir sind immer noch dabei auszusehen und wir haben gerade eine neue Aufnahmesession gestartet und mein Spiel hat sich aufgehängt. Wunderbar. Doch nicht. Geht weiter. Hakt nur ein bisschen. Ja, ich musste mein Shader Cache leeren, weil ich ja gestern noch was anderes gespielt habe. Schön, dass er hier nicht. Na, er sagt mir jetzt eh gleich, er ist vorbei. Er hat fertig. Ja. Entschuldigung für den holprigen Anfang. Irgendwie konnte ich gerade nicht weiter steppen. Wir müssen natürlich erstmal alle Fahrzeuge wieder auf ihre Kurse bringen. Klar, das Axion hat die Arbeit erledigt, ja. Ja, ich sag's jetzt nicht, das harte Wort. Ich sag's jetzt nicht. Ja, ihr seht, es ruckelt. Shader Cache ist leer. Wird neu geladen. Ich muss ihn hier eben auf den richtigen Punkt stellen, damit er hier gleich vernünftig weiterfährt. So. Und dann soll das wohl auch funktionieren. Etwas. Ist hier auch schon wieder fast leer. Krass. Na, wo haben wir denn die nächsten? Ja, okay, da machen wir gleich was. Den gucken wir uns noch eben an. Weil der hat Kies drauf. Das möchte ich gerne bei der Baustelle loswerden. Ein bisschen Geld verdienen, also ein paar Geldkassetten bauen. Nur mal eben gucken, ob er jetzt stehen bleibt, weil ich mir ja gesagt habe, er soll am Trecker stehen bleiben. Okay, macht er nicht. Egal. Fahren wir so manuell hier rein. Wir haben es ja jetzt beobachtet. Na toll, wo ist denn hier der Abkipptrigger?
Der fährt weiter. Der steht da. Der hat 1 Million Liter Milch drin. 100.000 Liter Milch drin. Und der ist auch fleißig. Der auch fleißig und hoffentlich bald fertig. Ja, auf Feld 19. Ja, es dürfte jetzt die letzte Runde Vorgewende sein. Hier ist mein Dünger-Überladewagen. Der ist gerade leer. Dann wollen wir uns erstmal den Kurs hier holen. Wir haben ja hier einen Doppelkurs, eigentlich für zwei Maschinen. Wie ihr seht. So, dann machen wir mal eben. Das Feld 26, das ist ja ein bisschen größer. Ich habe gesagt, dass ich mit zwei Maschinen fahre. Ja, der eine Schlepper ist aber noch auf Feld 19 gerade verhaftet. Und daher ist er hier im Moment nur alleine zugange. In der Hoffnung, dass sie sich dann gleich nicht oft zu oft im Weg stehen. Oh, jetzt ist der... Ist der Überladewagen leer? Ich werde weich, ey. Müsste es ja eigentlich hier diese Bahn sein, die noch nicht zu Ende ist. Ja. Dann müssen wir jetzt erstmal zurück zum Hof. Ein neues Saatgut holen. Entschuldigung. Ja, fahren aber alle meine Seemaschinen, ja, fahren. Ja, mit Glück kann ich hier gleich einfach Follow-Me-Kurs mit den beiden Überladewagen und der Seemaschine von Feld 19 machen, weil der müsste ja gleich fertig sein hier.
Ruckel die Ruckel. Ich schieb das jetzt mal noch auf den Shader Cache. Wenn es in der nächsten Folge hier auch noch so ruckelt, dann weiß ich auch nicht. Dann stimmt irgendwas nicht. Alle haben sie jetzt die Aufgabe erledigt. Wie? Und mehr habe ich hier nicht drin? Das ist ja doof. Naja, wenigstens habe ich hier noch genug drin. So, jetzt setzen wir uns einfach hier hinter den Anhänger. Follow me. Dann fahren wir gleich in dem ganzen Gespann zu Feld 26. Oh, Entschuldigung, ich musste niesen. Ich konnte mich nicht mehr so schnell muten. Sagt, er soll. Ja, soll er. Da steht die Maschine. Schon mal Hafer einstellen, auch wenn ich eigentlich gar keinen Hafer da pflanzen wollte. Auf Feld 26, so viel Hafer kann ich meinen Lebtag nicht mehr verarbeiten. Aber es ist dann so. Ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat bis hierher, ihr wisst das, hinterlasst mir einen Kommentar, ein Like, ein Abo. Kommt mich bei Facebook besuchen oder auf meiner Homepage. Friesenjung13. Ja, damit unterstützt ihr mich. Vielen Dank auch so für eure Spenden, die bisher so angekommen sind. Ja, schaltet vor allem bei der nächsten Folge wieder rein. Würde mich natürlich noch viel, viel mehr freuen als alles andere. Ihr wisst ja, Montag bis Freitag immer um 10, Samstag und Sonntag jeweils um 10 und um 14 Uhr gibt es eine Folge. Und so wie es aussieht, habe ich das jetzt hier sogar durch die Ferien über durchgehalten, das zu schaffen, obwohl ich gar nicht da bin. Aber das ist ja, wie ich auch schon mehrfach sagte, der Grund, warum ich zum Beispiel immer noch auf der 1.9 hier unterwegs bin. Obwohl zu dem Zeitpunkt, wo ihr dieses Video guckt, eigentlich schon lange die 2.0 veröffentlicht sein müsste von der Map. Ja, gut. Wisst ihr Bescheid. So sieht's aus. Ich sage erstmal ciao.